Für diejenigen, die sich schon eingeklinkt haben, herzlich willkommen. Es geht gleich los. Wir warten noch bis 18 Uhr. Es kommen noch Zuschauer rein. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Johanna Hasting. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung heute Abend der FDP Baden-Württemberg zum Thema zwischen Lockdown und Hilfen, Perspektiven für Kultur und Handel. Wir haben dazu vier spannende Gäste eingeladen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Um was geht es heute Abend? Ja, die Durchschlagskraft der Bazooka, staatlicher Hilfen sozusagen zur Kompensation der Einkommensausfälle für Kultur und Handel, blieb bislang aus. Zu viele Betroffene warten nach wie vor auf Corona-Unterstützungsleistungen. Der andauernde Lockdown wird für Kultur und Handel mittlerweile oftmals zum Überlebenskampf. Wo bleiben die staatlichen Unterstützungsleistungen? Gibt es bessere und schnellere Alternativen? Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Werden wir in Zukunft überhaupt noch belebte Innenstädte haben? Ein breites Einzelhandelsangebot, so wie wir es bisher kennen, und eine florierende Kulturlandschaft? Oder wird sich all das vielleicht auch ändern? Welche langfristigen Maßnahmen des Staates sind eigentlich notwendig und vor allem, wie werden diese finanziert? All diese Fragen wollen wir gleich diskutieren, aber vorab eine kleine Regieanweisung an Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir werden zwei Frageblöcke machen und Sie haben dann zweimal die Möglichkeit, auch Zwischenfragen zu stellen. Also zücken Sie schon mal Papier und Stift und Sie dürfen das dann über die F&A-Funktion am unteren Rand Ihres Bildschirms, sehen Sie diesen Button, einreichen. Bitte nicht über den Chat, sondern über die F&A-Funktion. Doch nun zu den Experten, die wir heute Abend eingeladen haben und mit denen ich über dieses Thema sprechen darf. Zunächst herzlich willkommen an Dr. Hans-Ulrich Rühlke. Er ist Fraktionsvorsitzender der FDP-DVP-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg, Abgeordneter für den Wahlkreis Pforzheim und Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg zur Landtagswahl am 14. März. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rühlke. Schönen guten Abend allerseits. Außerdem in der Runde Christian Dürr, Mitglied des Bundestags für den Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land. Und er ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und sehr passend für den heutigen Abend Leiter des Arbeitskreises für Haushalt und Finanzen. Also genau der Richtige, um heute über Hilfszahlungen zu sprechen. Herzlich willkommen im Süden sozusagen, Herr Dürr. Ja, vielen Dank, Frau Hasting. Vielen Dank, dass ich da sein darf und liebe Grüße aus Berlin. Als nächster in der Runde Siegfried Dittler, Landesgeschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, lieber Herr Dittler, nach Karlsruhe. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Und last but not least Sven Meyer. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Schwäbischen Traumfabrik, einem Hersteller und Verkäufer von Matratzen und Bettwaren. Herzlich willkommen, lieber Herr Meyer, nach Bad Boll. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Hastings. Einen schönen guten Abend in die Runde. Fangen wir an mit der Situation von Ihnen beiden als Betroffene sozusagen. Herr Dittler, Sie sind Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg. Das ist ein unglaublich langer Begriff. Vielleicht können Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal erklären, was ist genau ein soziokulturelles Zentrum und was ist eine Kulturinitiative?
Ja, das mache ich gerne. Und Sie haben recht, das ist ein langer Begriff. Daher haben wir uns auch die Abkürzung LAX ausgedacht. Die LAX Baden-Württemberg gibt es seit annähernd 40 Jahren, seit 1982. Wir sind ein Interessensverband für unsere soziokulturellen Zentren. Und ich erkläre gerne, was diese Zentren denn eigentlich ausmacht. Die Zentren sind in der Regel bei uns in privater Trägerschaft. Das bedeutet, das sind kulturproduzierende Häuser, die als Verein, als Stiftung oder als GmbH organisiert sind. Sie sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Möglichkeit haben, mitzuwirken bei diesen Zentren. Das heißt, Sie als Bürgerinnen, als Bürger können teilhaben an der Gestaltung des Programmes. Ein weiteres Merkmal unserer Häuser ist, dass wir ein spartenübergreifendes Programm haben. Also das bedeutet Musik, Tanz, Theater, Performance, Kunst, Kabarett, Poetry, Slam. Es gibt also nicht nur ein Thema, sondern Sie finden viele Themen bei uns. Und wichtig ist insbesondere auch die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement in unseren Häusern, ganz im Sinne von Reinhold Meyer, der den Begriff der Graswurzeldemokratie geprägt hat. Und der Fokus liegt bei uns oft auf gesellschaftlich relevanten Themen. Wir sind also ganz normale, freie Kulturzentren mit einem vielfältigen Programm, wie zum Beispiel der Schlachthof in Bremen oder das Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Und unsere Zentren gibt es im Land Baden-Württemberg, gibt es 71 Zentren, die bei uns im Verband organisiert sind, in den ländlichen Räumen, aber auch in Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg. Und bundesweit gibt es 600 Zentren ungefähr, die sich als soziokulturelle Zentren bezeichnen. Können Sie mal so eine Hausnummer geben, wie viele Künstlerinnen und Künstler oder Kulturschaffende dahinter stecken, hinter dieser Bandbreite an Zentren, die Sie jetzt gerade aufgeführt haben? Ja, also ich kann vielleicht sagen, wie viele Zentren uns besuchen, weil das finde ich dann natürlich immer ganz spannend. Das sind an die 1,5 Millionen Menschen, die unsere Häuser allein in Baden-Württemberg besuchen. Also das ist schon ein großes Maß. Mhm. Und Künstlerinnen und Künstler stecken eine Vielzahl dahinter, insbesondere in den urbanen Zentren sind es viele Tausende, die da aktiv sind. Wie ist denn die Lage bei diesen Gruppen aktuell aufgrund von Corona? Wir wissen ja, dass die Kulturzentren geschlossen sind. Wie geht es den Künstlern dann dahinter? Was bedeutet das ganz praktisch für ihre Mitglieder? Ja gut, da ist es natürlich so, die sogenannten Solo-Selbstständigen, ich sage jetzt mal lieber die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die hat es sicher am härtesten getroffen. Seit März gibt es keine Auftritte mehr, keine Auftrittsmöglichkeiten auch mehr, keine Aufträge. Und bei uns sind viele Künstlerinnen und Künstler aktiv. Sie haben es ja auch gerade angesprochen. Bei uns sind es Schauspieler, Jazzmusiker, Autoren, Bildhauer, Tänzer. Aber wir haben auch andere Freischaffende in unseren Häusern, die außerhalb des künstlerischen Bereichs sind. Das sind bei uns Ton- und Lichttechniker. Das sind Reinigungskräfte, das ist die Security, das ist der Gastronomiebereich. Und das ist also ein ganzes, es sind doch sehr viele verschiedene Gruppen betroffen und da wird es natürlich jeden Tag ernster, weil mit jedem Tag schwinden natürlich auch die liquiden Mittel. Das muss man schon sagen, ist eine schwierige Situation. Unterscheiden muss man, wie gesagt, nochmal, ich habe die Solo-Selbstständigen oder die Freischaffenden angesprochen, zu den Häusern an sich. Das sind teils große Häuser in den urbanen Zentren, die hatten die Möglichkeiten, staatliche Unterstützung zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. Und es war natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich über Wasser halten konnte. Aber der Einnahmeschwund ist enorm bei 1,5 Millionen Besucher und einer Eigenfinanzierungsquote von über 65%, die Häuser haben, fehlt natürlich ein großes Maß an finanzieller. Zu den Hilfszahlungen kommen wir gleich. Ich möchte gerne nochmal den Blick auf eine ganz andere Branche, aber ähnlich betroffen werfen, Herr Meyer. Sie produzieren und verkaufen Matratzen und weitere Bettwaren und vertreiben dies vor allem in drei Geschäften in Baden-Württemberg. Wie geht es Ihnen aktuell? Was macht der Lockdown bei Ihnen? Und vor allem, wie sehen Ihre Lage aus? Sind die am Überquellen oder haben Sie eine andere Möglichkeit gefunden, jetzt Ihre Produkte zu vertreiben? Ja, vielleicht mal zu unserer Befindlichkeit. Uns geht es nicht gut, das muss ich sagen. Und da spreche ich nicht nur für uns, sondern auch für sehr, sehr viele Einzelhändler. Das teilt sich in zwei Bereiche, nämlich einmal in die zunehmend psychisch belastende Situation, in einer Situation zu sein, in der sie nichts unternehmen können, die auf sie beliebig wirkt in den Entscheidungen. Die Verantwortung für die Mitarbeiter, viele sind seit unserer Gründung bei uns. Mit denen haben wir zusammen das Unternehmen aufgebaut. Und dann natürlich die betriebswirtschaftliche Seite. Wenn jeden Tag die liquiden Mittel schmelzen
Und Sie wissen, jetzt sind die privaten Mittel gefragt, die Sie auch schon einbringen, und keine Perspektive zu haben. Das ist zunehmend in jeder Hinsicht belastend. Mhm. Also wenn Sie mich fragen, ob ich meinen Kindern raten würde, selbstständig zu werden, dann würde ich mir das heute sehr gut überlegen. Und das ist doch aber genau das, was uns in Baden-Württemberg ausmacht. Das Unternehmertum, der Erfindergeist. Aber unter den jetzigen Gegebenheiten erlebe ich das als katastrophal. Unsere Läger sind natürlich gefüllt. Unser Weihnachtsgeschäft, mit dem wir fast die Hälfte unseres Jahresumsatzes machen, ist komplett ausgefallen. Wir haben jetzt keine klassische Modeware, die wir dann zerstören müssen. Aber wir haben natürlich eingekauft. Wir haben viele Produkte, Vorprodukte eingekauft, die wir jetzt produziert haben, um unsere Mitarbeiter nicht alle gleich in Kurzarbeit zu schicken. Und diese Ware, die sitzt jetzt da. Wir haben Marketingmaßnahmen, ich möchte gar nicht von Prospekten sprechen, die eingestampft werden müssen. Ich könnte jetzt eine Stunde lang reden, aber es ist natürlich in jeder Hinsicht eine wirklich dramatische Situation. Und ich bin ja auch im Einzelhandel aktiv, im Einzelhandelsverband. Und die Geschichten, die Sie dort erleben und hören, die machen Sie echt betroffen. Vielen Dank für den auch sehr persönlichen Einblick. Schauen wir mal auf die Bundesregierung und auf die Hilfszahlungen und Hilfsprogramme, die Sie ja auch angesprochen haben. Für diese beiden Zielgruppen, Herr Dürr, wurden ja Hilfsprogramme aufgesetzt oder auch nicht. Sie begleiten dies ja aus Oppositionsperspektive. Können Sie unseren Zuschauern und Zuschauern mal einen kurzen Überblick geben? Hat die Bundesregierung hier alles richtig gemacht und ist das einfach nur nicht bei den beiden, die jetzt hier gerade zu Wort gekommen sind, angekommen? Oder wo liegen da aus Ihrer Sicht die Fehler? Wenn Herr Mayer und Herr Dittler in der Minderheit wären, wäre ich glücklich. Ist leider nicht der Fall, sondern ich habe solche Calls derzeit ständig, weil Unternehmer tatsächlich die Faust in der Tasche ballen. Herr Dittler hatte mich natürlich sofort, als er vom Schlachthof in Bremen gesprochen hat. Das ist sozusagen das Umland, in dem ich aufgewachsen bin, weiß also um die Bedeutung der Soziokultur, auch gerade für den ländlichen Raum, wenn in urbanen Zentren was los ist, auch für junge Menschen im Übrigen. Und Herr Mayer, deshalb, weil ich selbst ein Kind des Einzelhandels bin. Meine Großmutter war Einzelhändler und meine Eltern waren Einzelhändler. Ich selbst war beteiligt am Familienbetrieb viele, viele Jahre. Und sehe jetzt, wie das Unternehmen, was mittlerweile in anderen Händen ist, natürlich auch mich täglich anruft und sagt, wo sind diese Bazookas, die ich in der Tagesschau abends sehe? Wo sind die? Und wenn ich das dann, und Sie haben ja gesagt, Haushaltspolitiker, mir anschaue, wie das im Bundeshaushalt aussieht, dann muss ich, und nicht um den Irrsinn perfekt zu machen, aber um die Dimension der Dramatik deutlich zu machen, sagen, es mangelt nicht an Mitteln des Bundes. Der Bund hat sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass der Bundeshaushalt 2020 mit deutlichen Überschüssen abgeschlossen worden ist. Hängt damit zusammen, dass man natürlich kräftig in die Verschuldung gegangen ist, was ob der Situation auch notwendig war. Aber es lag nicht daran, dass der Haushaltsgesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt hatte. Es ist so ein bisschen der Eindruck, man steht jetzt auf den Einzelhandel zu kommen vor einem Geschäft, wo das Schaufenster prall gefüllt ist. Und man geht in den Laden rein und fragt, ich hätte ganz gerne das Produkt da vorne. Und dann sagt der Händler, nee, also da müssen wir 2-3 Jahre warten, bis sie das bekommen. Das sind so wirklich dunkelste DDR-Zeiten, wie zur Zeit diese Corona-Hilfen nicht fließen. Und deswegen kann ich... Flaschenhals sozusagen? Genau, der Flaschenhals ist in der Organisation insgesamt der Hilfen. Ich mache auch gleich einen direkten Gegenvorschlag, wo ich glaube, man hätte es besser machen können. Den haben wir im letzten Jahr im Mai oder im April sogar schon gemacht. Aber es liegt auch daran, dass die Organisation sozusagen durch den Bundesminister einfach eine mittlere Katastrophe ist. Nur mal ganz kurz zu sagen, weil er sagt immer, ja, es sind 80 Milliarden an Hilfen jetzt ausgekehrt worden. Bundesfinanzminister, meinen Sie? Ich meine sowohl den Bundesfinanzminister als auch den Bundeswirtschaftsminister, die tun sich da bedauerlicherweise wenig. Es ist tatsächlich so, dass zwar 80 Milliarden vielleicht auf dem Zettel stehen, die Wahrheit ist an echten Zuschüssen, also an Herrn Mayer, an Herrn Dittler und andere Betroffene, sind in Wahrheit nur gute 20 Milliarden geflossen, bundesweit bei einer Krise, die ja ein Billionenausmaß hat an Schäden für die betroffenen Betriebe im Lockdown und wir gleichzeitig Haushalte haben, die es locker hergeben würden. Es ist nicht die mangelnden öffentlichen Mittel, sondern tatsächlich die Art und Weise in Form, ich will mal ganz kurz mal aufzählen, damit man sieht, welche Dimension das hat, Soforthilfen, Überbrückungshilfe 1, 2, 3, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, da steigt ja kaum schon der Steuerberater wahrscheinlich von Herrn Mayer durch, geschweige denn, dass das bisweilen beantragen kann. Die Tools sind nicht programmiert, es wird versucht,
quasi über das Instrument der Wirtschaftsförderung eine Finanzkrise zu stemmen, eine Wirtschaftskrise gerade im Mittelstand zu stemmen. Und es kann von vornherein nicht funktionieren. Wir haben deshalb gesagt, lass uns eine ganz pragmatische Lösung finden. Lass uns einen Kanal, und Herr Mayer wird es wahrscheinlich bestätigen, nutzen, den der Unternehmer mit dem Staat hat, wo der Staat jedes Vierteljahr fröhlich abbucht, nämlich im Rahmen der Steuervorauszahlung. Das ist die bestehende Finanzbeziehung zum örtlichen Finanzamt. Und die umkehren und sagen, darüber schütten wir die Hilfen direkt auf die Konten der Unternehmer aus. Das wäre ein ganz pragmatischer Liquiditätsmodus gewesen. Dann kann man später, wir haben das mal negative Gewinnsteuer, ich will das jetzt gar nicht weiter verkomplizieren genannt. Die Idee dahinter ist, das, was in der Vergangenheit an Steuern gezahlt worden ist, das könnten wir doch jetzt wieder zurückgeben, indem wir sagen, jetzt werden Verluste gemacht, die werden angesetzt mit vorangegangenen Gewinnjahren, sodass das Geld, was an liquiden Mitteln dann über die Finanzämter ganz schnell schon im letzten Jahr im Mai hätte ausgezahlt werden können, dass die Unternehmer das dann auch behalten können. Mhm. Geld wäre da gewesen, der Kanal hat gefehlt und man hat auf das falsche Instrument gesetzt und dann auch noch schlecht gemanagt. Und da kann ich verstehen, dass jeder zu Recht sauer ist. Es ist einfach sehr kompliziert gewesen, bürokratisch und vor allem unfassbar langwierig, wenn man sich überlegt, dass die Novemberhilfen jetzt erst abgerufen werden können. Das ist einfach ein Irrsinn. Und deswegen kann ich da den Frust mehr als nachvollziehen. Ich bin da auch wirklich erschüttert, muss ich sagen. Ich wäre besser drauf, wenn ich da nicht so viel Opposition machen müsste im Moment. Vielen Dank für den Einblick. Wir kommen mal auf die nächste Ebene, auf die Landesebene. Herr Dr. Röke, welche Rolle spielt bei dem Ganzen die Landesregierung oder auch das Land Baden-Württemberg? Ist das sozusagen eine Sache, die allein in Berlin geregelt werden muss oder müsste eigentlich auch auf Landesebene mehr gemacht werden, damit diese Hilfen schneller ankommen? Also zumindest mal müsste sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten einsetzen. Da gibt es beispielsweise den Bundesrat, da gibt es beispielsweise bestimmte Parteischienen. Die CDU regiert ja im Land wie im Bund. Und auf die Interessen des Landes hinweisen und auch auf das hinweisen, was nicht funktioniert. Wir haben natürlich parallel Landesprogramme. Diese Landesprogramme sind von unterschiedlicher Durchschlagskraft. Manche funktionieren nicht. Aber unter dem Strich stellt man fest, dass wir sowohl was die Bundes- als auch was die Landesprogramme anlangt, bei den betroffenen Branchen eben vielfach sehen müssen, dass die Mittel nicht oder viel zu spät ankommen. Wir können natürlich auf Landesebene nicht beschließen. Wir machen jetzt den Vorschlag von Christian Dürr mit dem steuerlichen Verlustrücktrag, den Vorschlag, den die FDP gebetsmühlenartig seit Monaten vorträgt und wo jetzt endlich ein kleiner Schritt in diese Richtung unternommen wurde beim letzten Koalitionsgipfel der GroKo. Wir können nur darauf hinweisen und darum bitten. Mir ist aber noch was anderes wichtig, nämlich das, was der Herr Mayer auch angedeutet hat, was den Menschen fehlt, was den Unternehmen fehlt, was dem Mittelstand in Baden-Württemberg fehlt, ist eine Perspektive, ist der Hinweis darauf, unter welchen Bedingungen seht ihr Licht am Dunkel? Und das ist auch etwas, was die FDP seit Monaten predigt und wo immer wieder gesagt wurde, nein, das können wir nicht, wir haben zu hohe Inzidenzen oder wir fürchten die Mutanten, sondern wir tasten uns von Lockdown zu Lockdown. Jetzt scheint endlich unsere Appelle Wirkung zu zeigen. Jetzt endlich äußert sich die Kanzlerin in diese Richtung, auch der Ministerpräsident in diese Richtung. Jetzt endlich hat man offensichtlich den Auftrag erteilt, einen Plan, eine Wenn-Dann-Konstellation zu erarbeiten, sodass man dann den Menschen wie Herr Mayer oder Herrn Dittler dann auch vielleicht eine Perspektive bietet. Denn es wäre deutlich leichter wahrscheinlich, wenn man wüsste, es ist Licht am Ende des Tunnels. Und wenn die und die Situation eintritt, dann haben wir vielleicht die Chance auch zu öffnen. Mhm. Noch ein letztes, was ich natürlich auch gut nachvollziehen kann. Wenn der Herr Mayer jetzt an einem Tag in der Zeitung liest, die Friseure öffnen und am nächsten Tag, es kommen die Blumengeschäfte hinzu, dann stellt er sich natürlich die Frage, warum dann nicht ich auch? Und auf diese Frage gibt es keine gute Antwort, denn ich nehme an, ich sehe im Hintergrund Ihre Geschäftsräume, Herr Mayer, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man sich bei Ihnen leichter infiziert als beim Friseur. Wobei ich ausdrücklich sage, ich bin auch persönlich dankbar,
nächste Woche wieder zum Friseur zu dürfen. Aber das muss natürlich für andere dann auch gelten. Zumindest dann, wenn man ihnen nicht nachweist, dass von ihnen eine besondere Gefahr, ein besonderes Infektionsgeschehen ausgeht. Wir kommen gleich nochmal auf die Perspektiven. Ich möchte nochmal zurückgehen zu den Finanzhilfen, Herr Mayer. Wie ist es denn für Ihre drei Läden? Haben Sie einen Hilfsantrag gestellt? Und wenn ja, hat es überhaupt funktioniert? Haben Sie da Hilfe, also Gelder bekommen oder ist es gescheitert? Ja, wir waren sehr, sehr schnell in der ersten Phase, nämlich im März 2020, haben uns dort direkt um die Soforthilfen bemüht. Und ich muss auch hier sagen, dort haben die IHKs, die örtlichen IHKs, große Arbeit geleistet, haben das sehr unbürokratisch und sehr schnell abgewickelt. Wir haben dort auch Hilfen bekommen, wenn auch nur in sehr geringem Umfang, die für den damaligen Zeitpunkt perspektivisch niemals ausgereicht hätten. Zum Glück kam dann relativ schnell die Wiedereröffnung. Insofern wurde das alles dann hinfällig. Uns beschäftigt im Moment vielmehr die Frage der Rückzahlung. Wir nehmen das Beihilfegesetz sehr ernst, wollen uns da auf gar keinen Fall in irgendeiner Form strafbar machen, haben aber immer die Sorge, wie sieht es jetzt aus? Denn nach der Wiedereröffnung sind die nächsten Monate relativ gut gelaufen. Dort sind auch in einzelnen Monaten Gewinne erwirtschaftet worden. Das Jahr insgesamt ist dann verhältnismäßig optimistisch zu Ende gegangen, wenn auch nicht auf dem Vorjahresniveau. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, was passiert mit den Hilfen? Müssen wir die zurückzahlen? Zahlen wir sie jetzt schon vorweggreifend zurück, um uns auf gar keinen Fall in die Strafbarkeit zu begeben? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die Überbrückungshilfe 3. Dort winken die Steuerberater ab, dort winken selbst die Verbände ab. Es ist so kompliziert. Jeder versucht, Hilfe zu geben und gibt auch dort sein Bestes. Auch da, muss ich sagen, haben wir große Hilfe bekommen, die wir alleine gar nicht stemmen könnten von Seiten der IHK und des Einzelhandelsverbands. Aber die Bedingungen scheinen mir auch so gewählt, dass möglichst geringe Ausschüttungen notwendig sind. Das heißt, die einzelnen Schwellenwerte sind so positioniert, dass die Betriebe Schwierigkeiten haben, die zu reißen. Und dann kommt noch was dazu, und da bin ich ein ganz klarer Verfechter von: Ich bin kein Bittsteller. Ich bin nicht auf Almosen angewiesen. Ich möchte Entschädigung. Wir sind geschlossen worden und ich habe Verständnis dafür. Das war auch meiner Meinung nach der richtige Schritt, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber es ist nicht etwas, wofür ich dann abgefunden werde mit Hilfen, die nicht mal den Unternehmerlohn berücksichtigen. Wir sind eine KG, wir haften persönlich in der KG, aber unser Unternehmerlohn, unser Gehalt können wir nicht als Kosten ansetzen. Das heißt, die Fixkosten, die erstattet werden bis zu einem gewissen Grad, und auch da muss man sagen, es werden ja nicht alle Fixkosten erstattet, sondern immer nur ein gewisser Sockelbetrag, die decken nicht unsere Gehälter. Meine Frau und ich, wir leben aus der Spardose. Ich will gerne mal zu den Kulturschaffenden kommen, aber Herr Dürr, erstmal eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Wie klingt es in Ihren Ohren, wenn Sie das hören? Das scheint ja fast unlösbar zu sein gerade. Ja, bestärkt mich mal in der Forderung, die wir am Bundestag erhoben haben, mich so Unternehmerlohn ansetzen zu können. Ist doch klar, ich meine, da sind Menschen persönlich in Haftung, leben jetzt von ihrer Altersvorsorge in aller Regel nebenbei gesagt. Ich meine, Ersparnis ist ja, legt man sicherlich zurück, möglicherweise für Luxusurlaub, sondern im Zweifelsfall fürs Alter. Und gerade als Unternehmer, der voll haftet fürs Unternehmen. Und von daher nochmal, da hat man wirklich, da ich aus einer Einzelhandelsfamilie komme, sehen Sie mir nach, dass ich da auch ein bisschen emotional werde. Das regt mich total auf. Und das Ärgerliche ist, dass diejenigen, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben und selbst nicht in Saus und Braus gelebt haben, sondern ins Unternehmen investiert haben, dass das die jetzt die Kniffenden sind. Und das ärgert einen natürlich. Bei den Entscheidern? Also ja, das frage ich mich auch, weil ich habe eine ganz große Sorge. Und bei Herrn Mayer klang es ein bisschen eben durch. Meine Sorge ist, wir haben jetzt eine echte Krise und da bleiben einige auf der Strecke, das regt mich schon genug auf. Meine Sorge ist, dass so eine Art Krise nach der Krise kommt. Also beispielsweise hat vielleicht Herr Mayer selbst betroffen oder auch Kollegen von ihm, die im letzten Jahr die KfW-Kredite in Anspruch genommen haben, die übrigens bei dem Beihilfethema voll angerechnet werden. Wie absurd, das sind ja keine verlorenen Zuschüsse des Staates, sondern sie haften zunächst mal dafür, der Bund erst in zweiter Reihe. Diese KfW-Kredite, da ist der Unternehmer voll in der Haftung, muss alles zurückzahlen, mit auch einem ordentlichen Zinssatz, und das wird bei
EU-Beihilferechtlich, da geht es ums EU-Beihilferecht, angerechnet nach dem Motto, dann darfst du aber beispielsweise bei der Überbrückungshilfe oder bei der November- und Dezemberhilfe, gerade für den Gastrobereich, der ist da auch speziell gebeutelt, nichts mehr annehmen. Das ist alles vorher nicht gesagt worden. Also als die Bazooka ausgepackt wurde, war von Beihilfe keine Rede, da war von ungedeckten Fixkosten und so weiter keine Rede. Das kam erst alles viel später und das ist natürlich ärgerlich. Deswegen sage ich, dieser detaillierte Quatsch auf Deutsch gesagt, man hätte es einheitlich machen müssen, sodass es jeder auch leicht versteht und dass es, wie Herr Mayer sagt, automatisch fließt. Denn ich habe die Sorge, dass diese Kredite, die ja auch die Belastung der Betriebe über Jahre hinaus prägt, dann, dass dann eben das Geld nicht mehr für andere Zukunftsinvestitionen zur Verfügung steht, weil man sich ja nicht dauernd weiter verschulden kann und dass dann nachher Kredite fällig werden, die unter Umständen nicht zurückgezahlt werden können. Also das ist ein Riesenproblem, denn der Großteil der Hilfe, ich sagte vorhin, Herr Altmaier spricht immer von 80 Milliarden, der absolut große Teil sind schlicht Kredite. Fast 50 Milliarden sind Kredite, die müssen zurückgezahlt werden. Das sind keine echten Hilfen. Das muss man, glaube ich, laut sagen, weil die Steuerzahler den Eindruck haben, ja, die bekommen ja was, die Unternehmer, mitnichten. Der absolut große Teil ist zurückzuzahlen und ist leider nicht eine echte Unterstützung oder eine echte Entschädigung, wie Herr Mayer sie zu Recht verlangt. Herr Dittler, wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt schauen, wie die Branche von Herrn Mayer, aber auch Ihre Branche jetzt leidet? Gleichzeitig hören wir ja aus anderen Branchen, Automobilindustrie sind teilweise mit glänzenden Geschäftszahlen rausgegangen aus dem letzten Quartal. Wie ist es nicht ungerecht? Fühlen Sie sich da schlecht behandelt oder ist das einfach sozusagen jetzt der Lauf der Dinge? Und ich denke, glücklich macht es gerade überhaupt niemand, ist ja klar. Uns geht es da, unseren Zentren geht es da ähnlich wie Herr Mayer. Ich habe da vieles von dem, kann ich wiederfinden. Unsere Zentren sind ja auch letztlich Unternehmen, die am Markt unterwegs sind. Bei uns war es in ein paar, in verschiedenen Schritten. Ich finde, die Soforthilfe, das hat relativ gut funktioniert ganz am Anfang. Damals dachte man auch noch, gut, die Sache ist dann rum im Herbst und alles ist wieder gut. Die Kulturmilliarde, da ist auch einiges in die Soziokultur geflossen von diesen Bundesgeldern. Auch das hat in Ordnung funktioniert. Leider ist das Geld noch nicht so ganz angekommen. Das Land hat unterstützt mit Sommerprogrammen und Kunst trotz Abstand. Das hat sehr gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zur Krux, die November-Dezember-Hilfen etc. Da geht es mir ähnlich wie Herrn Mayer. Unsere Zentren waren ja super erfolgreich vorher. Ja? Insbesondere im November-Dezember werden die Zentren gestürmt von Besucherinnen und Besuchern. Das kennen Sie ja aus eigener Erfahrung. Das heißt, sie standen umsatzmäßig richtig gut da. Und dann heißt es plötzlich, naja, du musst jetzt irgendwie zum Steuerberater und dieses Programm beantragen. Das ist wirklich unfassbar kompliziert gestrickt ist, wie ich finde. Und das empfinde ich tatsächlich als ungerecht mit diesen Bundeshilfen November, Dezember. Das könnte man sicher anders organisieren. Und das hätte ich mir gewünscht, dass es anders organisiert wird. Herr Dr. Röke, die Kulturpolitik ist ja in vielen Dingen Ländersache. Noch dazu sind ja viele Künstler oder Kulturschaffende Solo-Selbstständige. Davon hatten wir es ja gerade schon. Und damit wirtschaftlich ja schon in einer besonderen Rolle. Sollte da nicht mehr von der Landesregierung kommen, um genau solchen Leuten, Einzelselbstständigen, zu helfen? Ja, also Solo-Selbstständigen und der Kulturszene insgesamt wäre meines Erachtens in dieser Situation am besten geholfen, wenn das Land sicherstellen würde, dass der Unternehmerlohn kommt, der fiktive Unternehmerlohn. Das ist leider im Moment nicht vollständig festzustellen, sondern die Synchronisation zwischen den Landes- und Bundesprogrammen funktioniert dort nicht. Und dort, wo der Bund es nicht leistet, müsste aus meiner Sicht das Land einspringen. Aber auch hier mein Appell, auch die Kulturschaffenden, auch die Solo-Selbstständigen in diesem Bereich brauchen eine Perspektive. Wir bieten einen Stufenplan an. Ich glaube, dieser Stufenplan wäre auch das Richtige für die Kulturschaffenden. Ich habe mir eine Reihe von Kultureinrichtungen angeschaut, das Kulturhaus Osterfeld zum Beispiel, Herr Dittler, oder eben auch verschiedene Stadttheater. Die hatten alle funktionierende Hygienekonzepte. Und der Lockdown, der sogenannte Wellenbrecher-Lockdown vom November, Dezember, hat mit Sicherheit nichts dazu beigetragen in diesem Bereich, dass es weniger Infektionen gibt, aber eine ganze Menge dazu, dass eben Kulturschaffende immer mehr in Not geraten. Jetzt wird ja ein Härtefallfonds angestrebt oder zumindest mal angekündigt. Herr Rücke, was für Erwartungen haben Sie an den
an diesen Fonds. Wird das was bringen? Ist das der richtige Weg? Wenn dieser Härtefallfonds funktioniert, soll es mir ja recht sein. Nicht, wenn also diejenigen, die jetzt durchs Raster fallen, gerade bei den Solo-Selbstständigen, gerade im Bereich des Unternehmerlohns, wenn die dann anspruchsberechtigt sind und wenn die relativ rasch und unbürokratisch dann Hilfe bekommen, dann bin ich bereit zu sagen, jawohl, dieser Notfallfonds macht Sinn. Ich habe allerdings jetzt aus Erfahrungen heraus die Befürchtung, dass es so sein wird wie bei den Novemberhilfen, dass die Leute das erst nach Monaten bekommen, beziehungsweise wenn sie es bekommen, dann möglicherweise schon aufgegeben haben. Herr Dürr, wie schätzen Sie das denn ein? Brauchen wir eine Überbrückungshilfe 4, so ab Juli 2021? Oder wie sehen Sie da die Prognosen? Die Krise wird ja dann wohl kaum vorbei sein. Also eigentlich liegen alle Vorschläge auf dem Tisch, wie man es besser machen kann, wie man es auch so verstetigen kann, dass sich der Unternehmer nicht in der Zeit, wo er jetzt einfach andere Sorgen hat, sich vor allen Dingen mit seinem Steuerberater auseinandersetzen muss oder weil der Steuerberater so überlastet ist, dass er sich selbst ransetzen muss an diese ganzen Anträge. Deswegen hoffe ich nicht, dass Altmaier und Scholz darüber nachdenken, Überbrückungshilfe 4 zu machen, sondern ich hoffe einfach, dass sie pragmatisch Entschädigung auszahlen, und zwar über die staatlichen Stellen. Das große Problem ist, ich habe es vorhin gesagt, man hat es versucht, über die Wirtschaftsförderung zu machen. Da kommt man als Antragsteller, will eine Investition machen, das ist so Wirtschaftsförderung. Das ist das Instrument, wie die Hilfen abgewickelt werden. Aber es ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre gewesen, anstatt den Bürgern was steuerlich zu nehmen, müsste man ihnen aus dem Steuertopf was zurückgeben. Und gerade diejenigen, die in den letzten Jahren solidarisch mit dem Steuerstaat waren, das unterstelle ich einfach mal, dass das alle hier sind. Da muss der Steuerstaat jetzt solidarisch mit diesen Unternehmern sein. Das betrifft die Solo-Selbstständigen genauso wie die Einzelhändler, auch mit mehreren Standorten. Und von daher hoffe ich, dass man da umkehrt. Uli Rück hat vorhin gesagt, der Koalitionsausschuss der GroKo hat zumindest beim sogenannten Verlustrücktrag, also mit der Anrechnung der Verluste, die jetzt gemacht werden in die Vergangenheit, ein bisschen was getan. Aber ein Jahr kann man jetzt Verluste zurücktragen. Und ich sage mal, wenn das Geschäftsjahr 2020 nicht doll gelaufen ist und man jetzt 2021 die Verluste zurück in 2020 tragen kann, ist auch nicht wirklich der Durchbruch, sondern ich würde mir wünschen, dass man deutlich in die Vergangenheit, in die vergangenen Steuerjahre da zurückreichen kann und vor allen Dingen nicht noch mehr Papier und Bürokratie produzieren, denn von Herrn Mayer und von Herrn Dittler und seinen Mitgliedern sind alle Daten bekannt. Der Staat kennt alle diese Steuerdaten. Der Staat ist ja nicht blind, das sind ja keine ungeschriebenen Blätter sozusagen, sondern der kennt das alles. Also was mich ärgert, ist genau das, dass man da als Bittsteller auftreten muss, obgleich der Staat eigentlich wüsste, wie er zu helfen hätte. Und da hoffe ich immer noch auf eine Umkehr. Teile der Union scheinen es zu verstehen. Aber ich bin bei der Bundesregierung, ich sage ganz offen, auch beim Bundeskanzleramt und beim Bundeswirtschaftsminister da leider zurzeit nicht frohen Mutes. Schauen wir doch mal sozusagen etwas positiver in die Zukunft, Herr Mayer. Wenn Sie jetzt an die Zeit nach dem Lockdown denken, wie verändert diese Zeit jetzt Ihr Geschäft? Planen Sie gar nicht mehr alle Ihre drei Geschäfte zu öffnen? Sollte es denn dann wieder möglich sein und stattdessen auf Digitalvertrieb umzustellen? Oder wie sehen Ihre Planungen jetzt gerade aus vor dem Hintergrund? Naja, also zum Glück bin ich ein Optimist und hoffe, dass ich alle drei Standorte halten kann. Wir sind gut aufgestellt gewesen vor der Krise, personalmäßig. Und ich denke, der Weg in die Digitalisierung, der ist nicht aufzuhalten. Was mir Sorgen bereitet, ist, dass der Digitalisierungsschub, der jetzt stattgefunden hat, dass der viele Einzelhändler überfordert. Auch wir haben einen Online-Shop, haben eine gute Präsenz, denke ich, haben dort unsere Hausaufgaben gemacht, aber wir sind eben nur, ich sage jetzt mal, ein kleiner Einzelhändler. Ja, das heißt, wir sind ja kein international aufgestelltes Unternehmen mit Riesenabteilungen, sondern bei mir machen das meine Frau, ich und noch eine Mitarbeiterin in Teilzeit zusammen. Alles, was damit zu tun hat. Das heißt, dort muss dringend was getan werden, jetzt, um den Einzelhändlern zu helfen, konzeptionell wie finanziell. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Digitalisierung, die hat so einen Schub erlebt. Was stellen Sie sich davor für Hilfen oder von wo sollen diese Hilfen kommen für diesen Schub? Also die konzeptionellen Hilfen können die eigenen Verbände machen. Und da sehe ich die auch in der Pflicht und da bieten die auch schon viel an, was leider natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, im Einzelhandel nicht immer so abgefragt worden ist. Dann haben viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht, aber für die, die die Hausaufgaben gemacht haben, für die
gehört es jetzt dazu, dass der Staat Digitalisierungsprämien bezahlt, wie sie schon mal zum Teil auch im Land aufgesetzt waren. Die waren sehr gut, aber dort müssen wir weitermachen. Denn das ist jetzt ganz wichtig. Und zum anderen sehe ich natürlich auch die Steuergerechtigkeit bei den großen Online-Unternehmen, die ihre Gewinne nicht in Deutschland versteuern. Hier muss der Staat dringend was machen. Ich bin nicht gegen Onlinehandel, ganz bewusst nicht, sondern ich sehe auch den Onlinehandel als wichtigen Bestandteil. Und wir arbeiten daran, den Onlinehandel mit dem stationären Handel zu verzahnen. Ich glaube auch, dass es nach wie vor immer stationären Handel geben wird. Große Onlinehändler machen es ja vor, die gehen wieder stationär, weil sie merken, die Beratung ist wichtig, der Kontakt, der persönliche Kontakt zwischen den Menschen ist wichtig, aber die Verzahnung, die ist eben auch wichtig und an der arbeiten wir. Für den Standort Baden-Württemberg und speziell für die Innenstädte sehe ich allerdings ein großes Fragezeichen. Wenn ich erlebe, bei uns der Landkreis Göppingen, die Einzelhandelsstruktur dort war schon in der Strukturkrise, so wie in vielen Mittelzentren und Unterzentren. Wenn dort jetzt noch weiter Einzelhändler wegbrechen, also ich kenne kein Beispiel, wo ein inhabergeführtes Geschäft weggegangen ist oder zugemacht hat und was Gleichwertiges oder Besseres nachgekommen ist. Mhm. Da kenne ich leider kein Beispiel. Ja, also das möchte ich auch gleich nochmal an Herrn Rüge weitergeben. Die Innenstädte werden sich verändern, das merken wir ja jetzt schon. Was gibt es da für Wege oder was gibt es für Mittel, Instrumente von der Politik, wie sozusagen der Einzelhandel noch unterstützt werden kann und dazu beigetragen werden kann, dass Onlinehandel nicht die einzige überlebende Verkaufsquelle am Ende ist? Also ich fürchte, dass diese Corona-Krise und die Corona-Politik der Regierungen dazu führt, dass das Geschäftesterben in den Innenstädten massiv eskaliert. Wir werden wahrscheinlich ein Massensterben des Einzelhandels erleben. Und das ist alles andere als erfreulich. Also mir graut fast vor dem Gedanken. Und deshalb ist es auch hier wichtig, dass es möglichst rasch wieder eine Perspektive gibt, für den Einzelhandel an den Start zu gehen. Eben nicht nur mit Click and Collect oder mit Terminbuchungen, sondern so, dass man auch wirklich Umsatz machen kann. Das Zweite ist, was der Herr Mayer angesprochen hat, nicht den Onlinehandel zu bekämpfen, aber zumindest Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Das ist nicht der eine als Mittelständler, der vor Ort gebunden ist, Steuern bezahlt und der andere dann seine Gewinne irgendwo sonst hin transferiert und dann sozusagen der Steuerlast entgeht und einen deutlichen Wettbewerbsvorteil hat. Das Dritte ist, wir müssen natürlich die Innenstädte attraktiv machen mit allen Möglichkeiten der Stadtgestaltung. Das wird nicht nur eine Aufgabe von Bund und Land sein, sondern auch sehr stark der Kommunalpolitik. Denn nur in attraktive Innenstädte gehen Menschen gerne und kaufen dann auch beim Einzelhandel vor Ort ein. Mhm. Vielen Dank, Herr Dittler. Zu den Innenstädten, die Herr Rücke beschreibt, hier gehören ja auch Ihre Kulturbetriebe. Was machen Sie, um Ihre Zentren darauf vorzubereiten, nach dem Lockdown wieder ins Geschäft zu steigen? Sind da Vorkehrungen jetzt schon in der Mache oder sagen Sie, das haben wir schon alles mal gemacht, wir sind vorbereitet, wir brauchen einfach nur das Go sozusagen? Vielleicht noch eine Anmerkung auch zu den Innenstädten von mir. Ich wohne selbst im Kreis Göppingen, also Grüße an Herrn Mayer und kenne Innenstädte natürlich auch als Konsument und ich denke, wir brauchen da ein paar neue Ideen, sei es jetzt mit Pop-up-Stores zu arbeiten oder auch mit Kultur zu arbeiten. Wir haben aktive Kulturunternehmen, da könnte man Joint Ventures oder Kooperationen mit auch Einzelhändlern eingehen, dass wir die Kultur auch wieder in die Innenstädte bringen. Und was unsere Zentren anbetrifft, wie wir auf einen Restart vorbereitet sind, naja, da wird mit den Hufen gescharrt. Ja? Also wir haben ausgefeilte Hygienekonzepte erstellt, die sind erprobt. Es wurden teils Lüftungseinlagen eingebaut, ja, die jetzt aus der staatlichen Förderung entstanden sind. Die Investitionen, Einlasskontrollen können bei uns digital stattfinden. Personalisierte Tickets sind für uns Alltag. Also das heißt, wir arbeiten ganz viel mit digitalen Mitteln und sind in der Lage, sofort wieder einzusteigen. Und ganz wichtig, glaube ich, die Politik soll uns Hoffnung machen. Wir brauchen diesen Silberstreif, weil unsere Leute sind auch verzweifelt. Da liegt keine Ware auf Halde, sondern fertig produzierte Produktionen, die wir vor Publikum zeigen wollen. Und beziehen Sie andere Experten mit ein, Psychologen, Sozialwissenschaftler oder Veranstaltungsexperten in diese Runden und schaffen Sie einen Horizont, der es
uns möglich macht, auch positiv weiter nach vorne zu gucken, weil diesen, ich glaube, diesen Hoffnungsschimmer brauchen wir alle momentan. Herr Dürr, was fordern Sie jetzt von der Bundesregierung, damit dieser Restart oder das Leben, das Ende des Lockdowns dann auch wieder gelingen kann, vielleicht auch mit Blick auf die Gestaltung von Innenstädten? Also beim Thema Digitalisierung und Wettbewerbsgleichheit ist ja eigentlich schon gesagt worden. Also die bisherige Antwort der Bundesregierung lautet, eine nationale, möglicherweise höchstens europaweite Digitalsteuer einzuführen. Also was wir nicht brauchen, sind einfach nur neue Steuerarten in der Hoffnung, dass dann Wettbewerbsgleichheit herrscht. Die werden wir dadurch nicht herstellen. Es sind die digitalen Unternehmen, wir können sie ja nennen, Amazon und Co. Es sind aber auch die Lizenzunternehmen. Das sind leider auch die Starbucks und Ikeas dieser Welt, die hier nicht fair Steuern bezahlen. Ich sage es deshalb vor dem Hintergrund, dass man aufpassen muss, das Richtige dort zu tun, nämlich dazu zu kommen, dass die Besteuerungsgrundlagen fair und gleich sind. Ich wäre vorsichtig mit der Überlegung, wir führen neue Steuerarten ein, weil da wäre meine Sorge, dass dann unsere digitalen Unternehmen betroffen werden und insbesondere unsere exportorientierten Unternehmen, weil irgendwann gibt es die Antwort, ich sage mal aus China, Niedersachsen ist ja genauso wie Baden-Württemberg ein Automotive-Land und wenn wir jetzt sozusagen die immer digitalisierender werdenden Automotive-Industrie dazu bringen, dass im Land des Konsums, also da, wo wir hin exportieren, besteuert wird, das wäre nämlich die Quintessenz der ganzen Geschichte, dann ist weder unserem Steuerstaat noch unserem mittelständischen Unternehmen hier an der Stelle geholfen. Also da Wettbewerbsgleichheit gibt es übrigens auch einen Prozess, also ein Programm auf OECD-Ebene, da zu gleichen Bedingungen zu kommen. Da wäre die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, was Deutschland ist, eigentlich jemand, der den Prozess jetzt vorantreiben müsste. Leider ist Olaf Scholz und die Bundesregierung da super leise. Das ist der sogenannte BEPS-Prozess in der OECD-Ebene. Da geht es darum, sich unter den Industriestaaten auf faire Besteuerungsgrundlagen zu einigen, damit das, was Herr Mayer zu Recht beklagt, nicht mehr so passiert. Da ist Deutschland total leise. Stattdessen, wie gesagt, trägt man da eine Digitalsteuer voran. Und ich bin sehr dafür, dass man gerade nach dem Lockdown dann den Unternehmen auch im Interesse von Herrn Mayer die Möglichkeit gibt, über Sonderabschreibung digitale Geschäftsmodelle voranzubringen. Das wäre fair, denn wir müssen es schaffen, stationär und online da zusammenzubringen. Denn ich glaube, dieses Look and Feel, was deutsche Innenstädte ja sozusagen haben, weil sie einfach auch schön sind, wenn man da gerne hingeht, das ist Gastronomie, da sind tolle Einzelhändler. Wenn man das mit online zusammenbringt, dann sehe ich da durchaus eine Perspektive. Wenn man jetzt allerdings nichts tut, dann habe ich die Sorge, die Uli Rücke vorhin formuliert hat. Bevor wir jetzt zu den Publikumsfragen noch kommen, möchte ich nochmal gerne auf die Finanzierung eingehen. Also fangen wir sozusagen mal unten an. Herr Mayer, jetzt führt ja die Pandemie zu leeren Kassen, zwar auch beim Staat, wie wir jetzt aber von Herrn Dürr gehört haben, so leer sind die Kassen im Staat eigentlich noch gar nicht, aber ja natürlich auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Befürchten Sie, dass nach dem Lockdown sozusagen das Nachfrageproblem kommt, weil die Menschen gar nicht mehr einkaufen, weil sie vielleicht selber in Kurzarbeit sind oder überhaupt keinen Job mehr haben? Oder würden Sie sagen, Ihre Ware ist saisonunabhängig und Sie haben es im November, Dezember oder im September gemerkt, das wird dann nachgefragt, wenn Sie denn dann wieder öffnen dürfen? Ja, was ich immer zu meinen Mitarbeitern sage, wenn natürlich dort auch die Sorgen und Nöte jetzt diskutiert werden, schlafen muss man zum Glück immer. Ja, und das heißt, man muss auch immer auf etwas schlafen. Das ist für uns zumindest mal dieses konstante Grundbedürfnis ist da. Und das macht uns froh, dass unser Geschäftsmodell nicht komplett in Frage gestellt ist. Ich sehe auch jetzt für die nächste Zukunft zunächst mal nicht so eine große Sorge, denn ich erlebe ja, die Sparquote steigt. Das heißt, die Leute haben viele Anschaffungen nicht tätigen können, haben keine Urlaube gemacht, haben andere Dinge nicht ausgegeben. Das heißt, ein gewisses Maß an Kapital ist da. Und ich glaube, dass da auch zunächst ein Nachholeffekt eintreten wird. Langfristig ist klar, irgendjemand muss es bezahlen und das sind wir alle. Da mache ich mir gar keine Illusion. Aber da bin ich ein Verfechter der Wirtschaftsförderung, zu sagen, wir müssen die Wirtschaft fördern, denn über die Wirtschaft kommen nachher die Steuereinnahmen und auch die Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist eine ganz klassische Wirtschaftspolitik, der ich zutiefst vertraue und auf die ich auch setze. Und ich glaube auch, dass das ein Teil unseres Erfolges in Deutschland war, dass wir mehr oder weniger die soziale Marktwirtschaft so etabliert haben, dass die Gewinne, die dort erwirtschaftet werden, nachher wieder zu den Steuereinnahmen kommen, und zwar auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite. Herr Dittler, sind Sie ähnlich zuversichtlich, dass dann Bürgerinnen und Bürger wieder Geld für Kultur ausgeben? Oder
haben Sie den Eindruck, das führt zu so einer, ja, zu so einem Nachfragerückgang? Ich glaube ganz im Gegenteil, Life is Life und Life wird immer gebraucht werden. Gerade nach so einer Pandemie sind wir doch, glaube ich, auch alle froh, mal wieder zu sehen, was uns die Kunst, die Kultur auch geben kann für Geist und für Herz. Und davon bin ich überzeugt, dass wir nachgefragt werden. Wir sind ja auch ein wichtiger Teil der Gesamtwirtschaft. Wenn man die komplette Kulturwirtschaft betrachtet, dann werden da 174 Milliarden umgesetzt, jetzt außerhalb der Soziokultur, sondern mit allen Kulturbereichen. Das heißt, ich glaube, die Nachfrage wird da sein. Meine Sorge ist, oder ja, eine berechtigte vermutlich. Wie geht es den Kommunen? Ja, weil die Kommunen sind unsere Partner, teils finanzieren die gerade unsere Zentren bis zu 25% mit einem Beitrag. Und da würde ich mir von der Politik wünschen, dass die Kommunen gestärkt einfach weiterhin oder wieder gestärkt werden, wenn diese Pandemie doch hoffentlich sich dem Ende zuneigt. Mhm. Herr Rüge, wie sehen Sie das? Die Hilfsprogramme kosten ja enorm viel Geld, retten aber natürlich auch Arbeitsplätze und bewahren unternehmerische Strukturen im Land. Gibt es eine Situation, wo Sie sagen würden, jetzt reicht's, das wird alles viel zu teuer, jetzt müssen wir aufhören oder jetzt ist kein Geld mehr da für Hilfszahlungen? Und klar ist, dass wir natürlich nicht unendlich so weitermachen können, aber klar ist auch, dass wenn man Unternehmen einfach den Laden schließt, und sagt, das ist jetzt notwendig aufgrund der Corona-Krise, da muss man natürlich auch Schadensersatz entrichten, sodass diese Unternehmen am Markt überleben können. Aber es wird nicht dauerhaft so funktionieren. Deshalb brauchen wir unter anderem auch eine Öffnungsperspektive. Mhm. Und wir müssen uns natürlich dann auch die Frage stellen, wie können wir anschließend die Haushalte wieder ausgleichen? Manche träumen von Steuererhöhungen, andere von massenhaften Einsparprogrammen. Ich sage voraus, wir werden die Lasten dieser Krise nur genauso schultern können wie die Lasten der letzten Krise, nämlich der Weltfinanzkrise der Jahre 2008, 2009. Da ist es gelungen, in den folgenden 10 bis 11 Jahren mit Wirtschaftswachstum den Schuldenstand wieder zu reduzieren. Und genauso wird es auch nur diesmal gehen. Aber um mit Wirtschaftswachstum Schulden zurückbezahlen zu können, muss die Wirtschaft florieren. Deshalb ist es der falsche Weg, jetzt über die Erhöhung von Unternehmenssteuer nachzudenken. Sondern wir müssen uns überlegen, was können wir tun, damit die Wirtschaft funktioniert, damit der Staat Steuereinnahmen hat, um so die öffentlichen Haushalte wieder zu konsolidieren. Mhm. Herr Dürr, was ist da Ihre konkrete Forderung im Haushaltsausschuss an die Bundesregierung? Wie sollen diese Ausgaben finanziert werden? Kommen da tatsächlich Steuererhöhungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu oder was wäre da Ihre Antwort? Ja, genau, das wäre die falscheste Antwort. Uli Rücker hat es gerade angedeutet. Das wäre eben nicht aus den Schulden rauswachsen, denn eine höhere Besteuerung führt dazu, dass das Wachstum einfach geringer ausfällt und dann ist weniger zu verteilen, auch für den Steuerstaat. Und wir werden diese Schulden nicht zurückzahlen können. Wenn ich vorhin gesagt habe, das Geld ist da, dann meine ich, ist das haushalterisch zurzeit da. Aber genauso klar ist, dass man die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht dauerhaft auf Pump finanzieren kann. Also man kann ja, das ist ja manchmal so der Eindruck, Geld sei so günstig, könnte man alles aufnehmen sozusagen und dann einfach die Wirtschaft finanzieren. Aber wir müssen schon in die Situation kommen, dass die Wirtschaft den Staat wieder finanziert. Aber da um Gottes Willen, Hände weg von Unternehmenssteuern, Hände weg von Idee von Vermögensbesteuerung. Das klingt auf den ersten Blick super, weil man das Gefühl hat, es trifft die Familie Geißen. In Wahrheit trifft es die Unternehmer, die investiertes Kapital haben. Und dann besteuert man Betriebshallen am Ende des Tages, in denen aber in Zukunft wieder Wirtschaftswachstum stattfinden soll. Also Hände weg von Erhöhung. Wir fordern ganz konkret auch Entlastungen. Wir haben die höchsten Unternehmenssteuern im vorhin schon genannten OECD-Raum. Sind sogar schlimmer dran als Belgien. Also kein Land hat so eine starke Besteuerung von mittelständischen Familienbetrieben wie Deutschland. Und da müssen wir besser werden. Auch die kleinen und mittleren Einkommen sind über Gebühr belastet. Und wenn wir da jetzt konkret auf Entlastung erstmal setzen, wäre viel hinten rausgeholfen, weil dann könnten wir die Binnenkonjunktur wieder ankurbeln und den Unternehmen helfen, auch zu investieren, beispielsweise in digitale Geschäftsmodelle. Das wäre ganz wichtig. Wer glaubt, dass mit einer schwächelnden Wirtschaft der Bundeshaushalt oder auch die Länderhaushalte wieder in Ordnung zu kriegen sind, der ist falsch gewickelt, ganz im Gegenteil. Ja, jetzt kommen wir zu unseren Publikumsfragen, die gehen auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber ich fange mal hinten an. Herr Dittler, ein Zuschauer fragt hier, die aktuelle Krise zeigt auch gesellschaftliche Verwerfungen.
Extreme Gruppierungen wie die Querdenker gewinnen da schnell an Zulauf. Was kann Kunst und Kultur hier leisten und was sollte der Gesellschaft das wert sein? Fragt Benner. Ich denke, was Kunst und Kultur leisten kann, ist, dass wir Räume haben, Räume, die als Diskursräume dienen können, um sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Und das bedeutet, wenn diese Räume wieder offen sind, dann gibt es die Möglichkeit, sich hier an diesen Orten mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Mayer. Da geht es so ein bisschen um die Konkurrenz der verschiedenen Empfänger, sag ich mal. Also einer fragt, befürchten Sie eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Politikfeldern um begrenzte Förderungen des Staates oder anders gesprochen, der Einzelhandel ist zu, die Industrie hingegen produziert munter weiter. Ist das gerecht und wie fühlen Sie sich dabei? Wird da eine Branche gegen die andere ausgespielt quasi? Ja, ich fasse es unter dem Begriff Branchenbashing, neudeutsch zusammen. Davon halte ich nicht so furchtbar viel. Keiner kann was für die Situation. Die Betriebe, die geöffnet sind, können nichts dafür, dass sie geöffnet sind. Die Betriebe, die geschlossen sind, können nichts dafür, dass sie geschlossen sind. Die jetzt sich gegenseitig aufzuhetzen gegeneinander, das halte ich für den völlig falschen Weg. Die Politik ist hier gefordert, Gerechtigkeit zu schaffen, Übersichtlichkeit und Verlässlichkeit in den Regeln. Ja, wir empfinden das als beliebig und so deutlich auch die Frage. Es ist eine Beliebigkeit der Entscheidung. Und immer wenn so etwas auf einen zukommt, fühlt man sich hilflos und das ist nicht gut für die Psyche, das kann ich Ihnen sagen. Fragen wir mal die Politiker, Herr Rücke. Einer der Zuschauer schreibt hier, Floristen und Friseure sind auf, in Bayern auch noch die Baumärkte, der Rest bleibt zu. Wie ist das zu verstehen? Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, man müsste es eigentlich begründen mit dem Infektionsgeschehen. Und mir leuchtet nicht so richtig ein, warum das Infektionsgeschehen jetzt beim Herrn Mayer höher sein soll als bei Floristen. Ich will niemanden gegeneinander ausspielen. Ich freue mich um jeden, der öffnen darf. Aber es muss gerecht und nachvollziehbar zugehen. Und erstaunlich ist, dass jetzt auf einmal in Bayern mehr geöffnet wird als in Baden-Württemberg. Dass der härteste Corona-Hund, nämlich Markus Söder, plötzlich mehr öffnet als andere. Offensichtlich hat er gemerkt, dass es einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung gibt. Und wie reagieren bayerische Ministerpräsidenten auf Stimmungsumschwünge? Mit einer Kehrtwende. Das hat er offensichtlich von seinem Vorgänger Seehofer gelernt. Gehen Sie davon aus, dass in den nächsten Wochen vor der Landtagswahl ähnliche Umschwünge passieren, weil der Druck zu sehr steigt oder weil es vielleicht endlich auch gehört wird, dass ein Stufenplan Sinn macht? Ja, offensichtlich, denn wir erleben jetzt Ankündigungen von Plänen, auch von der baden-württembergischen Landesregierung. Wir erleben, dass etwa Herr Strobel zum ersten Mal in seinem Leben der Bundeskanzlerin widerspricht. Wir erleben, dass Herr Kretschmann Öffnungen ankündigt, obwohl ja die Inzidenz die letzten Tage leicht gestiegen ist. Also diese veränderte Politik lässt sich ja nicht mit dem Infektionsgeschehen begründen. Im Gegenteil, wenn man sich allein am Infektionsgeschehen orientiert, die letzten 3-4 Tage, müsste man eigentlich die Maßnahmen verschärfen und sie nicht lockern. Und insofern liegt der Verdacht nahe, dass diese jetzt veränderten Maßnahmen mit der Landtagswahl zu tun haben. Aber mir soll es recht sein. Ich halte es für richtig, den Menschen eine Perspektive zu geben. Ich halte es für richtig, sukzessive zu öffnen. Ich halte es für richtig, Stufenpläne zu machen. Wenn sich die FDP in der Beziehung jetzt zunehmend durchsetzt, umso besser. Ja. Warten wir es ab. Es sind ja noch ein paar Wochen bis zur Landtagswahl. Herr Dürr, eine Frage noch an Sie. Eine Zuschauerin fragt, inwiefern man Entschädigungen aufgrund des Lockdowns, gegebenenfalls gar Berufsverbot juristisch einklagen kann. Jetzt sind ja den Unternehmerinnen und Unternehmern oder auch normalen Mitarbeitern die Hände gebunden, wenn sie denn dann nicht durchdringen. Kann man denn über so ein juristisches Verfahren dann zu seinem Recht kommen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich hoffe nicht, dass das Ganze in einer Klagewelle endet. Übrigens bei der Frage der unterschiedlichen Art der Öffnung befürchte ich es fast, weil einige sagen, warum darf der aufmachen, aber der darf nicht aufmachen. Die Frage ist, sollte man das Ganze über das sogenannte Staatshaftungsrecht, ich bin kein Jurist, nur einfacher Ökonom, deswegen will ich es mal laienhaft erklären, abwickeln. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Staatshaftungsrecht sozusagen das richtige Institut ist, weil ich die Sorge, dass mich alle vor Gericht treffen. Und ich will Herrn Mayer und Herrn Dittler nicht zumuten, nach dem ganzen Irrsinn der letzten Monate, dass sie noch einen Rechtsanwalt beschäftigen neben dem Steuerberater, der sich um diese Fragen kümmern muss. Deswegen sage ich, solche Hilfen müssen automatisiert sein, so wie quasi Entschädigung. Wie man es nennt, ist mir total egal, aber es muss automatisch laufen, damit die Steuerbürger dann nicht erstmal beim Steuerstaat sozusagen über den Richter anklopfen müssen. Aber ja, es gibt einige, die sagen, das wäre möglich. Andere fordern auch durchaus, das Staatshaftungsrecht entsprechend anzupassen. Mir wäre es am liebsten, es würde einfach laufen mit diesen Hilfen. Und vor allen Dingen, man würde das tun, Uli Rücker hat zu Recht so öfter die Perspektive angesprochen. Wir haben ja bewusst diesen 7-Stufen-Plan zur Öffnung auch vorgelegt, damit da eine Perspektive reinkommt, damit die Leute auch was haben, an dem sie sich orientieren können und sagen können, okay, wenn die Inzidenzen so sind, wie sie sind, wir gleichzeitig ein Hygienekonzept haben, dann wollen wir auch öffnen. Und der Staat soll sich doch, und da gibt es eine Verantwortung natürlich für den Schutz von Menschenleben, ganz selbstverständlich. Mein Vater ist gerade 80 Jahre im Januar geworden, hat auch noch keinen Impftermin, aber das nur nebenbei. Aber da würde ich mir doch wünschen, dass sich der Staat um diese sogenannten vulnerablen Gruppen, um die besonders Betroffenen kümmert. Das wäre die Aufgabe des Staates gewesen, Herrn Mayer und Herrn Dittler Öffnungsperspektiven zu geben, Stufenplan als Stichwort. Und auf der anderen Seite ist doch die Aufgabe des Staates, Alten- und Pflegeheime konsequent zu schützen. Wenn wir wissen, dass in den Monaten November, Dezember wahrscheinlich über die Hälfte der Menschen, die in Deutschland verstorben sind, in Alten- und Pflegeheimen verstorben sind, dann sage ich ganz ehrlich, ist leider jetzt ein bisschen verschüttete Milch, aber das wäre auch heute noch richtig zu sagen, niemand in Deutschland betritt eine solche Einrichtung darf sie nur dann betreten, wenn er einen negativen Schnelltest gemacht hat. Die Bundeswehr dafür einzusetzen, also kreativ zu denken, bis hin, ich sage mal ein letztes Beispiel, wie es die Kollegen in Schleswig-Holstein, wo es einen FDP-Gesundheitsminister gibt, private Unternehmen einzubinden, da macht es Eventim als Konzertveranstalter, um die Impftermine zu vergeben. Also Pragmatismus wäre jetzt wichtig und das, um die Frage zu beantworten, nicht so sehr die juristische Auseinandersetzung. Ich will nicht, dass unsere Unternehmer reihenweise vor Gericht ziehen müssen. Das wäre mir nicht lieb, sondern das muss so laufen und eben mit der Perspektive und der Schutz derer, die unsere Hilfe brauchen. Das wäre das richtige Konzept. Ja, vielen Dank. Wir kommen schon zur Abschlussfrage. Ich habe eine Frage an Sie alle, sozusagen die gleiche, und bitte Sie jetzt nacheinander, die zu beantworten. Stellen Sie sich mal vor, es wird 1 Milliarde Euro im Staatshaushalt gefunden. Also ist jetzt mal egal, ob auf Landesebene oder im Bundeshaushalt. Diese Milliarde muss aber sofort ausgegeben werden. Und zwar für ein wie auch immer geartetes Corona-Hilfsprogramm. Also keine, Herr Dürr kriegt jetzt hier schon Ideen, keine Schuldenrückzahlung, keine Steuersenkung und auch kein Sparen für die Zukunft ist hier erlaubt, sondern überlegen Sie, was würden Sie damit machen? Was wäre ein für Sie sinnvolles, kluges Hilfsprogramm und zu welchem Ziel sollte dieses eingesetzt werden? Fangen wir an mit Herrn Dittler und Herrn Mayer und dann die beiden Politiker zum Schluss. 1 Milliarde, gut. Der fiktive Unternehmerlohn, den gab es tatsächlich in Baden-Württemberg für freischaffende Künstler, kam dann spät, aber er kam. In der Zwischenzeit gab es eine private Initiative, die Künstler-Soforthilfe Stuttgart. Die haben ganz unbürokratisch 300 bis 400 € an Freischaffende ausgezahlt, die es dann dringend benötigt hatten. April, Mai vergangenes Jahr mittlerweile mehrere 100.000 € zusammengesammelt. Und ich glaube, an diese private Initiative der Künstler-Soforthilfe würde ich dieses Geld geben, um die Künstlerinnen und Künstler, die seit fast einem Jahr nun mittlerweile keine Aufträge mehr haben, zu unterstützen. Mhm. Vielen Dank. Also das waren so Einmalzahlungen sozusagen, die aus dieser Milliarde dann gespeist werden würden. Genau. Super. Herr Mayer, was würden Sie damit machen mit der 1 Milliarde? Also ich würde zunächst mal fragen, wieso nur 1 Milliarde? Es gibt ein Unternehmen, das hat alleine 9 Milliarden bekommen. Da scheint mir 1 Milliarde sehr gering, aber gut, sei es drum. Ich würde die stark betroffenen Branchen fördern, und zwar unabhängig der Struktur, ob das jetzt Kulturbetriebe sind, Einzelhandelsbetriebe sind. Die am meisten betroffen sind,
die brauchen Hilfe. Und zwar brauchen die schnelle, unbürokratische Hilfe. Und da würde ich auch die Schwellen sehr niedrig ansetzen. Im Nachgang, das zu prüfen, das ist dann eine andere Sache. Und da würde ich dann auch sagen, jemand, der das auf betrügerische Art und Weise verwendet hat oder erworben hat, da müssen unsere Gesetze greifen. Wir haben Gesetze für sowas. Wir müssen sie dann aber auch richtig anwenden. Aber ich würde zunächst mal den Zugang zu den Mitteln deutlich leichter machen. Aber wie würden Sie das entscheiden, wem das zugutekommt, wenn Sie jetzt sagen, stark betroffene Branchen, das ist ja ein weites Feld. Wie würden Sie das organisieren? Da hat, denke ich, der Herr Dürr einen sehr guten Vorschlag gemacht. Die Finanzverwaltungen, die kennen die Betriebe in- und auswendig. Die kennen die ganzen Jahresabschlüsse über viele Jahre hinweg. Die können sofort sagen, ob ein Betrieb gut gewirtschaftet hat, schlecht gewirtschaftet hat, ob auch viel auf die Seite legen konnte. Das sehen die Finanzämter. Und ich glaube, dass das ein absolut pragmatischer Weg wäre, auch die Mittel zu verteilen. Insofern kann ich das nur unterstützen. Mhm. Herr Dürr, was würden Sie machen mit 1 Milliarde? Also ich unterstütze voll das, was Herr Dittler und Herr Mayer gesagt haben, aber da ich ja meine 1 Milliarde habe, das habe ich jedenfalls verstanden, und die beiden ihre schon richtig eingesetzt haben, würde ich sagen, lernen aus dem, was bei der Impfstoffbeschaffung in Europa falsch gelaufen ist. Da haben wir nämlich statt geklotzt, haben wir gekleckert. Das war ein gigantischer Fehler. Ich meine, wir geben hier Milliarden aus oder stellen sie zumindest ins Schaufenster, aber europaweit sind es in jedem Fall mit dreistellige Milliardenbeträge. Aber bei der Impfstoffbeschaffung sind wir knauserig gewesen. Also das, was uns schnell wieder in die Öffnung gebracht hat, da waren wir knauserig. Deswegen sage ich, lasst es uns einsetzen, um aus dem Lockdown rauszukommen. Beispielsweise, wieso mache ich jetzt nicht eine öffentliche, private Partnerschaft, damit alle Gesundheitsämter komplett digitalisiert sind und die Kontaktnachverfolgung quasi reibungslos laufen kann. Ich habe ein Beispiel für öffentliche-private Partnerschaft, gerade für die Impftermine, wo Schleswig-Holstein im Ländervergleich gut dasteht. Niedersachsen ist immer noch Schlusslicht leider, weil unsere große Koalition in Hannover da gar nichts hinbekommt. Aber öffentlich-private Partnerschaft, da wo wir jetzt Private brauchen, um innovativ wieder öffnen zu können, wo der Staat es zurzeit nicht hinbekommt. Das Beispiel Schleswig-Holstein mit den Impfterminen und Eventim ist eins. Mir würde viele andere einfallen, Digitalisierung in Schulen, also jetzt öffentlich und private zusammenbringen, den Privaten damit helfen und mehr Öffnung ermöglichen. Das wäre, da würde meine Milliarde hingehen. Mhm. Vielen Dank. Herr Rücke, wo würde Ihre Milliarde hingehen? Ja, für mich wird es jetzt immer schwerer. Nicht? Der Verlustrücktrag ist weg. Die Solo-Selbstständigen sind weg. Die Digitalisierung ist auch weg. Dann setze ich meine Milliarde mal für Luftfilter ein. In alten Pflegeheimen und in Schulen, um die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass von den Schulen kein Infektionsgeschehen mehr ausgeht. Und wenn das gelungen ist, dann können wir es wirklich verantworten, den Rest der Gesellschaft zu öffnen, sodass die Unternehmen wieder Umsatz und Gewinn erwirtschaften. Das ist nämlich im Endeffekt allemal besser als Milliardensubventionen. Ja, vielen Dank in die Runde und vielen Dank fürs Zuschauen. Ein nicht ganz leichtes Thema, das natürlich auch sehr persönlich betroffen macht. Vielen Dank an Sie, vier Redner, für die Diskussion heute Abend. Ich denke, wir haben heute nochmal ganz gute Einblicke bekommen in einzelne Branchen, wie es Ihnen geht und was Sie sich auch erhoffen und fordern. Meine Damen und Herren, vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wenn Sie Interesse haben an einem weiteren Format, hat sich die FDP Baden-Württemberg schon Gedanken um ihr Wochenend und ihre Wochenendplanung gemacht, denn am Sonntag geht es weiter. Am 28. Februar um 17 Uhr diskutiert Herr Dr. Rücke mit Wolfgang Kubicki dann über das Thema Freiheitsrechte. Auch wieder online. Sie finden den Link auf der Seite der FDP Baden-Württemberg. Und jetzt schon herzliche Einladung dafür. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Schließe mich an und bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Hastingen, für die gewohnt souveräne Moderation. Vielen Dank und schöne Grüße auch nach Berlin. Frau Hastings, vielen Dank für den Abend, Herr Dr. Rücke, Herr Dürr, Herr Dittler. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, auch Ihnen, Herr Mayer, Herr Dittler und dir auch. Herzlichen Dank, Christian. Wiederschauen an alle. Vielen Dank, liebe Grüße aus der Hauptstadt. Schönen Abend, tschüss. Schönen Abend, danke, tschüss. Tschüss.